habe mich oft dabei ertappt, dass ich durch die Stadt gelaufen bin und dann so auf den Boden geguckt habe oder um mich rum und sage, spätestens hier hätten sie dich erschossen. 41 Jahre lang ist Deutschland ein geteiltes Land. Durch Berlin zieht sich sogar eine Mauer von 1961 bis 1989. Auf der einen Seite die Demokratische Bundesrepublik Deutschland im Westen und auf der anderen Seite die sozialistische DDR im Osten. Die DDR bewacht ihre Grenze scharf. Wer versucht zu fliehen, wird verhaftet oder erschossen. Homosexuelle werden in der DDR unterdrückt und kriminalisiert. Der Geheimdienst überwacht einzelne Personen und Gruppen von Schwulen und Lesben. Matthias Freihof ist der Hauptdarsteller im ersten DDR-Kinofilm über einen Homosexuellen. Im Ostberliner Kino International feiert am 9. November 1989 der Film Coming Out Premiere. Für Matthias Freihof ist es sein öffentliches Coming Out. Ein Kinozuschauer, der aus dem Kino kommt, der war richtig euphorisch und sagte dann, ja, dieses ganze Land braucht sein Coming Out. Matthias Freihof spielt den schwulen Lehrer Philipp. Coming Out erzählt die Liebesgeschichte zwischen ihm und einem jungen Mann. Wegen der großen Nachfrage läuft der Film bei der Premiere gleich zweimal hintereinander. Von den Ereignissen an der Berliner Mauer bekommen die Beteiligten deshalb gar nichts mit. Sie hören erst nur Gerüchte von Kollegen. Die Dagmar Manzel, als sie vom Theater kam, sagte, sie hätte irgendwas gehört, dass die Mauer offen sei. Aber das haben wir natürlich alle nicht geglaubt. Wir dachten, sie hätte sich verhört oder bringt irgendwas durcheinander oder was weiß ich. Und das haben wir dann wirklich erst so peu à peu realisiert im Foyer draußen. Und dann haben wir immer mal eben rausgeguckt und haben dann gesehen, wie hier Richtung Westen die Karl-Marx-Allee komplett dicht war und ein Auto am anderen und die alle Richtung Westen gefahren sind. Erst nach der Premierenfeier, nachts gegen 3:30, geht Matthias Freihof zum Grenzübergang. Damals hier an der Bornholmer Straße und sieht mit eigenen Augen, dass die Grenze offen ist. Und dann konnte man im Prinzip frei auf die Brücke drauflaufen und ich bin wirklich nur bis ungefähr zur Mitte, da wo die weiße, die eigentliche Grenzlinie war, bis dahin bin ich gelaufen mit Freunden und habe gesagt, ich muss hier erstmal so, das ist jetzt hier die weiße Linie und dann habe ich halt gesagt, ja, zwick mich mal jemand, weil ich glaube das einfach nicht, dass ich jetzt hier auf dieser weißen Linie stehe. Dieser Grenzübergang ist am 9. November 1989 der erste, über den tausende DDR-Bürger ohne Kontrolle nach West-Berlin gelangen können. Das Foto, was damals entstanden ist, das war da drüben. Das war so wirklich, ich weiß gar nicht, aber ja, der Fotograf, das war jemand, den wir gar nicht kannten. Und der stand halt einfach da und hat Leute angesprochen, soll ich ein Foto von euch machen? Hat sich die Adressen geben lassen und hat auch wirklich die Fotos dann geschickt. Es kam halt dieses verwackelte Foto, kam dann irgendwann, war später in der Post und ich konnte es gar nicht glauben. In unseren Gesichtern kann man auch ablesen, dass wir sind eigentlich sprachlos. Der Mauerfall hat für mich einfach die Welt größer gemacht und zwar wesentlich größer. Und das habe ich unglaublich genossen. Und habe aber auch da immer wieder die Momente gehabt, wo ich dann auf dem Mont Blanc stand oder auf dem Boot stand in den Niagara-Fällen und mir einfach die Tränen liefen, weil ich es nicht fassen konnte, dass ich Ostnase da jetzt stehe. So. Bei den internationalen Filmfestspielen in West-Berlin gewinnt Coming Out einen silbernen Bären. In der DDR musste der Regisseur für den Film lange kämpfen. Es gab eine große Erleichterung darüber, dass dieser Film endlich möglich war nach diesen vielen, vielen Jahren. Und das haben alle als großen Sieg gefeiert. Für mich war es eine unglaubliche Chance, die berufliche Chance auf alle Fälle. Privat natürlich auch, weil ich ja Teil dieser Minderheit war. Und natürlich auch es als absolut wichtig empfand, dass die Menschen eine Stimme kriegen und ein Gesicht. Ich hätte es mir nie verziehen, also einen Film zu machen, der Coming Out heißt und dann selber hinterm Ofen sitzen zu bleiben. Und insofern war dieser Abend natürlich auch ohne den Mauerfall ein sehr, sehr wichtiger Abend in meinem Leben. Der Film wird in Ost-Berlin an Originalschauplätzen gedreht. Also es gab natürlich mehrere Treffpunkte, mehrere Kneipen. Hier dieser Volkspark Friedrichshain, wo wir jetzt stehen, hinterm Märchenbrunnen.
war ein beliebter Treffpunkt nachts, also wo schwule Männer halt rumgekurst sind und nach Kontakten gesucht haben. Offiziell rechtlich konnte man gegen Schwule nicht vorgehen, aber natürlich gab es da diverse Versuche. Und im Zuge von HIV und AIDS gab es natürlich dann auch verschärft Kontrollen. Der DDR-Staat hat sich gefürchtet, natürlich auch vor der Seuche. Und es gab dann Überlegungen, Schwule zu internieren in Lagern. Es wurden verschärft Razzien gemacht. Da kann man nur froh sein, dass da eben die Mauer fiel in der Zwischenzeit und eben so eine perfiden Gesetze nicht oder Überlegungen nicht umgesetzt wurden. Matthias Freihof tourt heute noch mit dem Film Coming Out durch die Welt. Zuletzt war er in Russland und in der Ukraine. Er will ein Vorbild sein. Denn in diesen Ländern haben Homosexuelle mit Repressionen zu kämpfen. Einfach, dass man sich hinstellt, sagt, schau mich an. Also ich bin jetzt fast 60 und ich habe mein Leben gelebt. Und ich habe auch mein Liebesleben gelebt und bin dafür sehr dankbar. Und konnte jetzt heiraten, habe einen zauberhaften Mann. Für mich war die Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 ein ganz wichtiger Augenblick in meinem Leben, ein richtiger Einschnitt. Vielleicht ist es ja dem einen oder anderen von euch schon passiert, wo ihr das Gefühl hattet, ein Stück Weltgeschichte mitzuerleben. Ich kann es jedem nur von Herzen gönnen.